WH Self Invest. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dem heutigen Webinar. Wie immer, erstmal meine Frage vorab. Haben Sie alle ein gutes Bild und einen guten Ton? Da würde ich Sie kurz bitten, mir eine Rückmeldung zu geben im Chat. Ja, wunderbar. Ton und Bild, okay, perfekt. Ja, heute dauert ungefähr 30, 40 Minuten. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden. Es geht heute um zwei Strategien. Einmal die Black Candles Strategie und die NLO. NLO steht für Nasdaq Long Only. Das sind die beiden Strategien, die wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen werden. Vorab, wenn es Fragen geben sollte bezüglich, wie effektiv ist die Strategie, Backtest und so weiter, darum geht es heute nicht. Wie immer geht es mir darum, Ihnen Trading-Ideen zu zeigen, was sich Leute überlegt haben, was man handeln kann, wie man es handeln kann, was sie dann draus machen, ist natürlich immer Ihnen überlassen. Auch dieses Mal habe ich eine Umfrage vorbereitet, drei Stück an der Zahl. Wir werden jetzt mit der ersten Umfrage mal beginnen. Da würde ich Sie kurz bitten, daran teilzunehmen und uns eine Auskunft zu geben. Auch für uns immer ein wichtiger Punkt, diese Umfragen aus dem einfachen Grund, damit wir einfach unser Angebot entsprechend den Wünschen, ja, den Bedürfnissen vielleicht auch anpassen können. Ja, ich sehe schon, viele nehmen daran teil, wunderbar. Ich warte noch ein paar Sekunden und dann werde ich die Umfrage beenden und dann machen wir mit der Strategie erstmal weiter. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ja, die erste Strategie, die wir uns anschauen werden, ist die Black Candles Strategie. Vorweg erstmal noch der Risikohinweis, den lasse ich kurz mal stehen. Lesen Sie sich den bitte in aller Ruhe durch. Genau, und dann legen wir auch los. Und zwar, ja, die Black Candle Strategie. Was hat es eigentlich mit dieser Strategie auf sich? Und zwar, die Black Candle Strategie verwendet einen einzigartigen Kanal. Und zwar basiert dieser Kanal auf den sehr beliebten und auch sehr bekannten Heikin-Ashi-Kerzen. Und zwar ist er in der Lage, die erste Phase eines neuen Trends zu erkennen. Und jetzt kommt der Clou dabei, deswegen auch der Name Black Candle Strategie, weil die Farben der Kerzen nicht relevant sind. Deshalb sind die Kerzen auch schwarz. Also man erkennt schon sehr früh die erste Phase eines neuen Trends. Die Farbe der Kerze selber ist nicht relevant und aus diesem Grund sind besagte Kerzen schwarz, daher auch der Name Black Candle Strategie. Typisch für die Black Candle Strategie ist zum einen, eben schon erwähnt, dieser besagte einzigartige Kanal, der auf den Heikin-Ashi-Kerzen basiert. Jetzt kommt ein weiteres absolutes Unikum, was auch nur der Nanotrader kann. Der Kanal und die Kerzen, also die Standardkerzen, die Sie sehen, sind im gleichen Chart, aber jetzt kommt's, sie sind in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Somit können Sie als Trader die Bewegungen sehen und Sie erhalten bessere Signale, da diese auf größeren Zeiteinheiten basieren. Das ist allgemein so, allgemeingültig auch, dass man in der Regel bessere Signale erhält, die auf größeren Zeiteinheiten basieren. Der Supertrend-Indikator filtert diese Trading-Signale und des Weiteren, weiteres Unikum,
bei dieser Strategie ist, dass der Gewinn durch die einzigartigen, intelligenten Trailing-Targets auch nochmal maximiert werden kann. Okay, das jetzt erstmal so zu der Theorie. Da natürlich für Sie auch immer wichtig der Punkt, worauf, auf welchem Instrument kann man denn diese Strategie anwenden? Und zwar, sie ist anwendbar auf Indizes, DAX, DAO, auf Forex-Paaren, Rohstoffen, Aktien. Sie können sie handeln, sowohl im Future-Handel wie auch im CFD-Handel, Spot-Forex und auch hier im Aktienhandel. Es ist ein reines Day-Trading-System. Der Rhythmus kann sein, mehrere Signale pro Tag. Und hier auch natürlich, wie immer, Handel ist sowohl manuell, halbautomatisch wie auch vollautomatisch möglich. Jetzt gehen wir mal ein bisschen en Detail. Schauen wir uns mal die Strategie im Detail an. Und zwar der Kanal, der basiert auf Heikin-Ashi-Kerzen. Diese Heikin-Ashi-Kerzen sind aber im Chart nicht zu sehen. Und die im Chart sichtbaren schwarzen Kerzen sind Standardkerzen, mit denen Sie als Trader normal vertraut sind. Jetzt habe ich hier ein Beispiel auch schon mal. Also dieses Beispiel zeigt den Trading-Kanal und die schwarzen Kerzen. Die rote Linie hier oben, ich nehme mal gerade einen Laserpointer, hier oben diese rote Linie hier, das ist der Supertrend-Indikator, die Position über dem Chart und die Farbe rot in dem Fall des Supertrend-Indikators zeigen eher jetzt einen bärischen Markt. Also Sie sehen hier, da sich diese Linie oberhalb des Charts befindet und auch rot ist, sehen wir hier einen bärischen Markt. Und der Kanal, von dem ich vorhin gesprochen habe, also hier sehen Sie jetzt diesen Kanal, der beruht auf den Heikin-Ashi-Kerzen. Des Weiteren, was diese Strategie auch nochmal so besonders macht, ist die Tatsache, dass der Kanal und die Standardkerzen nicht in der gleichen Zeiteinheit sind. Aber, und jetzt kommt's, im gleichen Chart sichtbar. Das nennt man halt einfach eine Aggregierung, dieses Phänomen. Das heißt also, wir sagen, dass Sie jetzt beispielsweise die Aggregation auf 2 und die Zeiteinheit seines Charts auf 10 Minuten setzen. Somit haben Sie dann in dem Moment Kerzen, die im 10-Minuten-Chart sind, aber der Kanal, der wiederum wird, da wir hier oben die Aggregierung 2 uns ausgesucht haben, der Kanal wird wiederum auf 20 Minuten Heikin-Ashi-Kerzen gerechnet. Also nochmals, gehen jetzt mal in den Chart hinein. Hier sehen Sie es jetzt. Also die Kerzen beruhen jetzt in dem Moment hier auf 10 Minuten, aber, und jetzt kommt es, der Kanal selber, der hier gerechnet wird, der basiert auf 20 Minuten. Das ist halt auch sowas, was eigentlich nur der Nanotrader kann. Sie sehen halt hier unterschiedliche Aggregierungen in einem Chartbild. Des Weiteren können Sie jetzt auch beispielsweise hingehen und die Kerzen auf kleinere Zeiteinheiten setzen und dann schauen, wie sich dort der Markt entwickelt. Gleichzeitig können Sie auch die Aggregation auf 6 beispielsweise hinaussetzen, sodass der Kanal, der die Signale generiert, auf einer unsichtbaren 30-Minuten-Heikin-Ashi-Kerze basiert, Sie aber sichtbar vor sich sehen, den 5-Minuten-Chart. Auch hier, wie immer im Trading, wird die Anzahl an Signalen durch die Erhöhung des Zeitrahmens reduziert, aber in der Regel steigt die Qualität
der Signale. Also wenn wir jetzt das hier machen, was wir jetzt hier gerade mal besprochen haben, theoretisch, wir gehen von 10.05 Minuten runter, hat es zur Folge, dass wir sehr wahrscheinlich mehr Signale erhalten, aber die Qualität der Signale nicht so gut ist wie in der ursprünglichen Aggregation mit 10 Minuten als Beispiel. So, ich denke mir, ist einsehbar, also Einsicht, logisch nachvollziehbar, sehr gut nachzuvollziehen auch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann wird eine Position eingenommen? Und zwar in dem Fall hier tritt ein Signal auf, wenn eine Inversion, also ein Farbwechsel im Kanal auftritt und Kriterien für Sie, für die Kerzen erfüllt sind. Als Beispiel, Sie können, um Kaufsignale zu erhalten, eine Folge von roten und grünen Blöcken definieren, die auftreten müssen, damit ein Kaufsignal kommt. Wenn Sie jetzt in dem Fall hier die Aggregation auf 2 haben, dann bestehen Blöcke aus 2 schwarzen Kerzen. Die Standardeinstellung, so wie ich es jetzt auch hier geladen habe, ist 2 rote Blöcke gefolgt von einem grünen Block. Ein Short-Signal besteht aus 2 grünen Blöcken gefolgt von einem roten Block. Logisch, einfach nur umgekehrt. Also das Long-Signal, dort haben wir 2 rote Blöcke gefolgt von einem grünen Block und ein Short-Signal ist 2 grüne Blöcke gefolgt von einem roten Block. So, jetzt haben wir hier in dem Fall ein Kaufsignal. Wir sehen hier 2 rote Blöcke, in dem Falle 4 schwarze Kerzen, weil Sie wissen, was wir gesagt haben, 2 schwarze, also den Block definieren wir mit 2 Kerzen, hier haben wir es ja, also 2 rote Blöcke gefolgt von einem grünen Block. Hier sehen Sie es nochmal, ich nehme den Laserpointer, damit Sie es besser sehen. Also hier ist der erste rote, hier der zweite rote, hier nochmal der erste rote und hier der zweite rote. Somit hier 2 rote Blöcke, gefolgt von 2 grünen Blöcken. Also 2 schwarze Kerzen bilden einen grünen Block. Da haben wir jetzt hier ein Kaufsignal. Ist das soweit klar? Wunderbar. Keine Nachfragen. Machen wir weiter. Und der bekannte Supertrend-Indikator in dem Moment hier, der dient als Filter für die Signale. Und zwar akzeptieren wir nur Kaufsignale, wenn der Trend positiv ist. Short-Signale werden nur akzeptiert, wenn der Trend bearish ist. Zeitfilter ist auf 7 Uhr bis 22 Uhr eingestellt. Das heißt, Trading-Signale kann es nur in diesem Zeitraum geben, zwischen 7 Uhr und 22 Uhr. Aber wie immer bei uns bei WH Self Invest können Sie selbstverständlich die Einstellungen selbst jederzeit ändern. Des Weiteren genauso wichtig wie die Eröffnung, vielleicht noch wichtiger sogar, wie schließen wir oder wann schließen wir die Position. Und zwar, wenn Sie eine offene Position haben, die werden durch 2 Faktoren verwaltet. Einmal durch die Trailing Target Order und eine Trailing Stop Order. Sowohl das unser Gewinnziel, also das Target, wie auch der Stopp basieren auf der aktuellen Marktvolatilität. Das Trailing Target in dem Fall ist wirklich einzigartig. Das kann auch nur der Nano Trader, denn dieses Tool ändert automatisch das Gewinnziel. Das heißt also, wenn das Tool, also das Trailing Target, einen starken Markt identifiziert, wir haben jetzt hier einen starken bullischen
Markt beispielsweise wird es fortlaufend das Gewinnziel erhöhen, vollautomatisch, ohne ihr dazutun, um den Gewinn von Ihnen, sprich des Traders, zu maximieren. Wann wird die Position geschlossen? Die Strategie verwendet zwei Gewinnziele. Daher sollte man bei der Strategie immer zwei oder mehrere Futures bzw. CFDs eröffnen. Das erste Gewinnziel liegt bei 20 Punkten, das zweite Gewinnziel auf 30 Punkte vom Einstieg entfernt. Aber Sie wissen, wir haben ja diese Trailing Targets, das heißt also, es wird auch automatisch dynamisch angepasst, wenn der Markt entsprechend stark ist. Und der Stop-Loss, der steht automatisch bei 20 Punkten Entfernung von unserem Einstieg in den Markt. So, hier Beispiel. Hier sehen wir jetzt ein Kaufsignal. Auch hier wieder, wie Sie erkennen können, sind die Parameter erfüllt. Zum einen, wir haben hier hinten eine grüne Einfärbung, sprich also bullischer Markt. Somit werden nur Kaufsignale akzeptiert. Auch hier wieder haben wir zwei rote Blöcke. Hier die Kerze 1 und 2, die den ersten roten Block bilden. Hier dann nochmal Kerze 1 und 2, die den zweiten Block bilden in Rot, gefolgt von einem grünen Block. Hier haben wir ein Kaufsignal und Sie sehen auch dann hier, was passiert. Hier ist der Einstieg. Wir sehen Sie hier oben die grüne Linie und hier unten die rote Linie. Was macht die Plattform vollautomatisch? Es wird hier von oben erstmal das Trailing Target gesetzt, hier unten der Stop. Und jetzt sehen Sie hier, was das Trailing Target macht. Der Kurs, wir haben hier eine starke Bewegung nach oben. Der Kurs läuft an und Sie sehen jetzt hier, wie das Target nach oben weggezogen ist auf einmal. Um einfach, das hat erkannt, wir haben hier einen starken Markt, wir haben eine starke bullische Bewegung. Es geht steil nach oben. Somit möchten wir natürlich dann den Gewinn von dem Trader maximieren. Und in dem Moment zieht dann das Trailing Target nach oben. Und in dem Moment hat es Recht behalten. Und wir wurden dann hier entsprechend mit Gewinn, mit dieser Kerze hier ausgestoppt. Hier sehen wir das Gleiche jetzt bei den Verkaufssignalen. Auch hier nochmal ein Beispiel. Und zwar sehen Sie hier jetzt auch hier zwei grüne Blöcke gefolgt von einem roten Block. Wir haben gelernt, das ergibt ein Verkaufssignal. Auch hier erste, zweite Kerze bilden einen grünen Block, gefolgt von einem zweiten grünen Block. Hier ist die erste und die zweite Kerze. Somit hier zwei grüne Blöcke, gefolgt von einem roten Block. Auch hier haben wir dann den Breakout aus dem Kanal heraus. Und dann auch hier wird automatisch hier unten die grüne Linie als unser Trailing Target gesetzt. Erstmal hier oben der Stop. Und auch hier erkennt dann die Plattform eine starke Bewegung Richtung unten, also ein bärischer Markt. Und wir möchten dann hier natürlich auch den Gewinn maximieren. Das erkennt auch hier dann automatisch die Plattform, indem sie das Trailing Target nach unten trailen lässt. Es ist quasi, das kennen Sie sicherlich alle, ein Trailing Stop nur für ein Target quasi umprogrammiert. Das heißt also, wir passen uns dynamisch den Marktgegebenheiten einfach an. Und das war es auch schon. Zu der Strategie Black Candles wechseln wir mal in die Plattform. Hier sehen Sie es. Die habe ich jetzt hier mal
geladen gehabt auf den, was habe ich hier, den DAX-CFD beispielsweise. Und auch hier sehen Sie es jetzt. Hier beispielsweise, das ist jetzt von heute früh. Von heute früh hatten wir hier um 8.20 Uhr folgendes Umfeld. Erste rote Kerze, zweite rote Kerze bilden den ersten roten Block, gefolgt von noch einem zweiten roten Block. Hier ist die erste Kerze und die zweite Kerze des roten Blocks, gefolgt von einem grünen Block. Hier Kerze 1, hier Kerze 2. Somit haben wir dann hier ein Kaufsignal gehabt. Jetzt sind wir hier leider ausgestoppt worden. Schauen wir uns mal an, wie es die letzten Tage war. Hier auch wunderbar. Sie sehen hier auch, hatten wir wieder gleiches Phänomen gestern Nachmittag, 17 Uhr. Zwei rote Blöcke gefolgt von einem grünen Block und dann wurde der Trade eröffnet. Also Sie sehen hier vor allem sehr stark den Fokus zu legen auf diese intelligenten Trailing Targets. Sie sehen auch hier, automatisch wird das Ganze dann geladen, so wie Sie es benötigen. Ich zeige Ihnen jetzt auch nochmal natürlich, wie Sie sowas geladen bekommen, die Strategie. Holen wir uns nochmal jetzt den Germany 30 als Beispiel. Wir öffnen jetzt den Germany 30 Chart und dann zeige ich Ihnen auch, wie einfach Sie diese Strategie geladen bekommen. Und zwar, Sie müssen dann einfach, wenn Sie den NanoTrader Full haben, denn die ist ja kostenlos im NanoTrader Full verfügbar, die Strategie. Sie öffnen den Chart, den Sie gerne auf dieser Strategie handeln möchten und klicken dann hier auf den Reiter Öffnen und dann gehen Sie auf den Punkt Initialanalysen und dort auf den WHS Strategy Reiter und dort einfach auf Black Candles. Und Sie sehen, was passiert. Sie können hier dann entsprechend die Strategie sehr schnell laden. Und dann hier sehen Sie, das ist auch schon voreingestellt direkt mit zwei Kontrakten, sprich Volumen 2. Aber auch das können Sie selbstverständlich an Ihre eigenen Vorlieben und Wünsche anpassen. Und hier in der Designleiste links können Sie wie immer bei uns selbstverständlich entsprechend dann nochmal die Sachen ändern. Hier sehen Sie, Starttime 7 Uhr beispielsweise. Nehmen wir mal den Laserpointer. Hier sehen Sie Startzeit 7 Uhr, Endzeit 22 Uhr. Hier können Sie selbstverständlich auch nochmal das ändern. 8 Uhr bis 17 Uhr beispielsweise. Also da, wie Sie es gerne hätten. Auch hier können Sie den Faktor der Aggregation ändern. Beispielsweise, es ist jetzt 2 eingestellt, wie ich es vorhin gesagt habe. Sie können das auf 6 einstellen. Also Sie sehen, es ist wie immer bei uns. Sie können hier vollkommen frei die nochmal Ihre eigenen Bedürfnissen anpassen. So, jetzt möchte ich dann mit der zweiten Strategie auch gleich weitermachen. Aber vorher möchte ich noch ein paar Fragen. Es gibt eine Frage, die hier gerade aufgelaufen ist. Und ich möchte natürlich auch noch Ihnen mitteilen, wir haben auch immer wieder interessante Angebote für Neukunden. Wir haben auch so ein Mailing gehabt vor ein paar Tagen, Bulle und Bär Teil 2. Das gilt noch bis 15. Juni, dieses Angebot. Dort haben wir sehr viele Schulungen, Strategien, Tools, teilweise kostenlos, teilweise mit deutlichen Rabatten für Neukunden, wie auch für Bestandskunden. Schauen Sie mal in das Mailing rein. Natürlich, wenn Sie auch ein Angebot haben möchten für Neukunden, hier die nächste Umfrage. Und jetzt
Zu den Fragen. Hier kommt die Frage, ob die Strategie auch im NanoTrader Free verfügbar ist. Nein, ist sie nicht im NanoTrader Full ausschließlich verfügbar. Ja, bei NanoTrader Full kommt hier eine Frage, was heißt NanoTrader Full? Was kostet der NanoTrader Full? Gibt es Support? Ja, es gibt Support bei uns von 8 Uhr in der Früh bis 22 Uhr abends börsentäglich in deutscher Sprache. Der NanoTrader Full ist kostenpflichtig, der kostet 29 Euro, aber Sie haben natürlich einen sehr, sehr großen Benefit durch den NanoTrader Full. Und zwar haben Sie in dem knapp 68 Strategien, die komplett kostenfrei handelbar sind. Das hier ist jetzt eine davon. Die nächste, die ich Ihnen vorstelle, ist die zweite. Dann haben Sie natürlich so Sachen wie multiple Targets etc. Also einen deutlichen Mehrwert im NanoTrader Full, wenn es um Spec-Testen geht und so weiter. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei am NanoTrader Full. So, auch hier nochmal die Mindestvertragslaufzeit. Bei uns, wie immer, keiner ist länger als einen Monat. Also kein Vertrag in Anführungszeichen, keine Buchung, die Sie bei uns tätigen, dauert länger als einen Monat. Also jedes Abonnement ist innerhalb eines Monats wieder kündbar. Hier schreibt jemand, ja, das ist aber fair. Ja, richtig, sehen wir genauso. Wir sind einer, bin ich sogar der fairste Online-Broker am Markt. Ja, die zweite Strategie, die wir uns heute anschauen, ist die NLO-Strategie. Hier nochmal eine Frage, die 68 Strategien. Nochmals, die gibt es nur im NanoTrader Full, nicht im NanoTrader Free. Ich zeige es Ihnen mal, wo Sie das sehen können. Also hier NanoTrader, dann gehen Sie auf Initialanalysen, WHS Strategies und diese Strategien, die Sie jetzt hier sehen, die gibt es alle exklusiv kostenlos im NanoTrader Full. Im NanoTrader Free haben Sie diese nicht. Gut, ich denke mir, das ist jetzt angekommen. Und nun zur zweiten Strategie, die wir uns heute anschauen werden, und zwar die NLO-Strategie. Das ist die Nasdaq Long Only, dafür das Kürzel. Und zwar wurde sie vom Trader Eric Wagner entwickelt für das Daytrading des Nasdaq, also der Tech Index der US-Märkte, und er basiert aus folgendem Prinzip: Es gibt nur Kaufsignale ausschließlich. Dann saisonale Intraday-Effekte werden mit technischer Analyse kombiniert. Der proprietäre Saisonalitätsfilter, der der Strategie innewohnt, identifiziert einen bullischen Markt und daraus resultiert, dass Signale ausschließlich nur an bullischen Markttagen auftreten können. Des Weiteren gilt es hier anzumerken, dass, obwohl es sich um eine Daytrading-Strategie handelt, die Anzahl der Kaufsignale relativ begrenzt ist und der Entwickler der Strategie, der empfiehlt in der Tat einen automatisierten Handel. Auch hier, sie kann exklusiv nur oder soll exklusiv nur auf dem Nasdaq-Börsenindex gehandelt werden. Hier spielt es aber keine Rolle, ob Sie die auf dem CFD oder auf dem Future-Kontrakt handeln möchten. Also beides geht. Es ist ein Daytrading-System, generiert in der Regel bis zu drei Signale pro Woche. Und auch hier, wie immer bei uns, manuell, voll und auch halbautomatisch handelbar. Schauen wir uns mal die Strategie ein bisschen genauer an.
Und zwar, die Strategie wird nur an 3 Tagen die Woche gehandelt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Hier kommt jetzt zum Tragen dieser Saisonalitätsfilter, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der schließt nämlich den Montag und den Freitag ans Handelstag aus. Und wenn dieser Filter feststellt, dass die oder der Markt in dem Fall am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag bullisch ist, wird das zum einen natürlich wie immer bei WH Self Invest grün dargestellt mit einem grünen Chart-Hintergrund und dann kann es bis zu einem Kaufsignal pro Tag kommen. Also ich wiederhole nochmal, der Saisonalitätsfilter schließt aus als Handelstag den Montag und den Freitag. Somit verbleiben 3 Handelstage, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und somit resultieren auch die von mir vorhin erwähnten 3 Signale pro Woche, denn es kann dann maximal bis zu 3 Kaufsignalen kommen pro Handelstag. Wenn wir einen bullischen Markt vorfinden, kann ein Kaufsignal auftreten. Ich denke, mir ist soweit klar. Dann natürlich auch eine absolut legitime Frage. Wann schließen wir eine Position? Und zwar ein Kaufsignal tritt auf, wenn der Marktpreis über einem Kanal liegt. Und dieser Kanal wiederum, woraus resultiert der? Wo kommt der her? Der basiert auf einer Kombination von gleitenden Durchschnitten. Kriterien, wann es dazu kommen kann, müssen relativ früh zwischen 9 und 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden. Nur dann, wenn dann in dem Zeitraum die Kriterien, wie hier beschrieben, auftreten, kann es zu einem Signal kommen. Das werden Sie auch gleich nochmal sehen. Dieser Zeitraum wird nochmal durch eine stärkere grüne Einfärbung im Hintergrund, im Chart-Hintergrund eingezeigt und ein Kaufsignal wird durch eine dunkelgrüne Hervorhebung der Kerze visualisiert. Hier sehen wir es jetzt. Hier sehen Sie eine neue Position. Wir haben hier diesen leicht grünen Hintergrund. Das ist also bullischer Markt, wunderbar. Und Sie sehen jetzt hier diese dunkelgrüne Einfärbung. Das ist besagter Zeitraum zwischen 9 Uhr und 11 Uhr in der Früh. Und hier dieser, und hier sehen Sie auch diesen Kanal, der gezeichnet wird. Hier oben sehen Sie den eingleitenden Durchschnitt. Hier unten sehen Sie den zweiten gleitenden Durchschnitt. Und diese beiden Durchschnitte bilden in Kombination diesen Kanal. Und hier diese Kerze hier mit diesem ganz dunkelgrünen, da haben wir ein Close außerhalb, oberhalb des Kanals und somit tritt hier dann ein Kaufsignal auf. Also, wir haben uns gerade angeschaut, wann eine Position eröffnet wird. Jetzt natürlich die andere Frage, wann wird eine Position geschlossen? Und zwar die offene Position, die Sie dann eröffnen, wenn das Regelwerk eingetreten ist, wird durch zwei, ja, kann man wirklich so sagen, absolute Top-Features des Nanotrader verwaltet. Und zwar einmal Multiple Targets, also sprich mehrere Gewinnziele zur Gewinnmaximierung und ein Break-Even Trailing Stop-Loss, B-Trail wird der genannt. Und zwar die Strategie verwendet drei Gewinnziele. Der
B-Trail Stop wird 54,5 Punkte unterhalb dem Einstiegspreis platziert. Wenn das erste von drei Gewinnzielen erreicht ist, bewegt sich der Stop-Loss, der wie hier beschrieben bei 54,5 Punkten unterhalb vom Einstiegspreis liegt, auf das Break-Even-Level. Wenn das passiert ist, kann man als Trader mit dieser Position nicht mehr verlieren. Sie erinnern sich, wir ziehen, sobald das erste Gewinnziel erreicht ist, den Stop-Loss auf Break-Even nach, vollautomatisch, ohne ihr dazutun. Und dann schließt die Strategie automatisch um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit jede noch verbleibende Position. Und dieser Zeitraum, der wird dann durch eine violette Einfärbung im Chart-Hintergrund eingedeutet. Also hier sehen Sie es jetzt nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Sie sehen jetzt hier die Positionseröffnung, dunkelgrün. Und hier sehen Sie jetzt einmal bei 7.931,75 den Stop-Loss mit einer Klammer hinten dran mit 3. Warum 3? Weil wir drei Gewinnziele haben, sprich drei Kontrakte haben, mit denen wir reingehen. Hier oben sehen Sie dann bei 7.951,75 das erste Gewinnziel, das zweite Gewinnziel und das dritte Gewinnziel. Und hier sehen Sie in Klammern immer eine 1. Das heißt also, hier wird immer bei Erreichen eines des Gewinnziels eine Position geschlossen. Hier in dem Beispiel sehen Sie jetzt die Funktion, von der ich vorhin gesprochen habe, der B-Trail. Und zwar, auch hier haben wir das erste Gewinnziel erreicht hier oben. Sie sehen, was dann hier unten passiert mit dem Stopp. Und zwar, der zieht automatisch auf das Break-Even-Level nach. Und Sie sehen auch hier aus der 3, die vorher in der Klammer hinten dran war, wird eine 2, weil wir jetzt nur noch zwei offene Positionen haben, die es zu schützen gilt. Der Stop-Loss bewegt sich automatisch auf den Break-Even-Preis und in dem Moment kann man mit dieser Position Geld verlieren. Kleiner Hinweis noch von meiner Seite her. Und zwar, der Nanotrader platziert und verwaltet wie immer all diese Orders hier vollautomatisch. Aber Sie können natürlich jederzeit händisch eingreifen und die Orders im Chart trotzdem stornieren oder abändern. Sie können die anklicken und dann auf ein anderes Preislevel schieben. Da sind Sie natürlich vollkommen frei. Aber das hier, so wie ich es Ihnen jetzt zeige, ist die originäre Idee und Intention des Erfinders dieser Strategie. Und zwar jetzt hier das dritte Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar, Sie erinnern sich, wohin? Wir ziehen auf Break-Even nach. Jetzt haben wir in dem Fall hier das zweite Gewinnziel erreicht, wie Sie sehen. Und aus diesem Break-Even-Stop wird automatisch ein Trailing-Stop. Das heißt also, dieser BE-Trail ist wirklich ein ganz innovatives Stop-Management. Und zwar aus einem fixen Stop wird erst ein Break-Even-Stop und aus einem Break-Even-Stop wird er im zweiten Schritt, wenn das entsprechende Kriterium eingetreten ist, ein Trailing Stop. Und das ist halt wirklich einzigartig. Ich kenne keine Plattform, die das ansonsten kann, außer dem Nanotrader. Was lässt sich jetzt als Fazit
festhalten. Und zwar, ich denke mir, es ist sehr leicht verständlich, die Strategie, auch sehr leicht anzuwenden. Sie integriert bewährte Konzepte wie multiple Targets und halt wirklich das einzigartige Feature des B-Trail-Stops des Nano-Traders. Es werden ausschließlich nur Kaufsignale gehandelt und nur dann, wenn der Markt als bullisch betrachtet wird. Ja, man könnte es jetzt mal salopp formulieren als in der Theorie eigentlich die perfekte Kombination. Doch wir wissen alle, die Realität ist leider immer eine andere als die Theorie. Aber ich denke mir mal, es ist keine schlechte Strategie oder kein schlechter Trading-Ansatz, zumindest mal, aus dem man ja immer wieder seine eigenen Schlüsse ziehen kann. Jetzt möchte ich natürlich mit Ihnen nochmal in die Plattform wechseln und jetzt schauen wir uns nochmal sprich die Strategie an. Hier ist sie. Und zwar der heutige Tag. Sie sehen, heute, oh, war es schon ganz früh gewesen, sehe ich, um 9 Uhr direkt schon, hätten wir hier ein Signal heute gehabt. Sie erinnern sich, dieser helle Hintergrund hier ist die Uhrzeit 9 bis 11, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Schauen wir uns mal die Vergangenheit an, ob es dort was gegeben hat. Schauen wir mal und ich sehe, heute hatten wir eins gehabt, die letzten Tage eher weniger und hier am 4. gab es auch noch mal eins. Also Sie sehen, es treten wirklich nicht viele Signale auf. Es müssen halt schon alle Parameter stimmen. Ja, ich schließe jetzt das noch mal und zeige Ihnen natürlich auch, wie einfach Sie die Strategie auch laden können. Und zwar machen wir jetzt hier mal auf den CFD, Indizes US, hier ist er, der US Tech 100 CFD, den machen wir jetzt mal auf. So, und jetzt natürlich, wie bekomme ich die Strategie geladen? Wenn Sie den NanoTrader full haben, müssen Sie, nachdem Sie das Instrument aufgerufen haben, einfach nur hier draufklicken auf Instrumente. Dann gehen Sie auf den Reiter Initialanalysen, dort auf den Reiter WHS Strategies und scrollen dann runter, bis hier unten sehen WHS NLO. Sie klicken drauf und Sie sehen, was passiert. Wie von Geisterhand wird hier dann vollautomatisch die Strategie auf den entsprechenden Chart hochgeladen und dann können Sie loslegen. Hier kommt eine Frage, gibt es auch Online-Erklärungen? Ja, können Sie auch natürlich. Schauen Sie mal hier auf unserer Homepage auf whselfinvest.de haben Sie auf der Startseite direkt den Punkt 68 Trading-Strategien. Ich gehe mal mit dem Laserpointer drauf. Hier unten links unter Trading Tools in diesem Bereich hier sehen Sie den Punkt 68 Trading-Strategien und da klicken Sie drauf und hier sehen Sie jetzt sämtliche Strategien, die wir im NanoTrader Full unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung stellen. Und wenn Sie jetzt irgendeine interessiert, nehmen wir hier das Beispiel Triangles, dann bekommen Sie hier nochmal genau erklärt, was es mit den Strategien auf sich hat, wie Sie die Strategie anwenden können und, und. Natürlich jetzt nochmal meine letzte Frage, wenn es Interessenten Ihrerseits gibt an der Kontoeröffnung oder wenn Sie sonst auch Fragen haben, können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Morgen ist Feiertag, aber am Freitag bin ich wieder da. Dann beantworte ich Ihnen gerne sämtliche Fragen, die Sie noch haben. Hier noch eine letzte Umfrage meinerseits, ob Sie
Hilfe oder auch einen Anruf benötigen bezüglich Kontoeröffnung oder generell Fragen zu unserem Angebot, da helfe ich Ihnen dann gerne weiter. Also hier bitte eintragen, wenn Sie jetzt kein Interesse unmittelbar an der Kontoeröffnung haben, aber sonst Fragen haben in irgendeiner Art und Weise, bitte ja ankreuzen. Dann werde ich mich am Freitag, ansonsten spätestens Anfang kommender Woche bei Ihnen melden. Ich denke mir mal, von meiner Seite her war es das jetzt gewesen. Ich schaue mal gerade rein, ob es noch so ein, zwei Fragen gibt. Ja, hier bezüglich die klassische Frage immer, gibt es Backtests für diese Strategie? Also ich zeige die bewusst nicht, also aus einem einfachen Grund, weil ein Backtest ist ein Backtest. Also da gibt Ihnen keine Garantie, ob es Erfolg haben wird in Zukunft oder nicht. Deswegen lasse ich das immer. Sie können das selber backtesten im NanoTrader Full, keine Frage. Das können Sie gerne tun. Auch mit unmittelbaren Ergebnissen, mit der Equity-Kurve und, und. Und ja, ansonsten können Sie mir Fragen stellen. Ich denke mir, es geht hier nicht, also hier kommt gerade die Frage, dass hier eine Verkaufsveranstaltung gewesen ist oder eine Auswertung. Nochmals, es geht nicht hier um eine Auswertung, Ihnen eine Auswertung zu geben, sondern es geht darum, Ihnen Trading-Ideen zu geben, was möglich ist, was man alles machen kann. Auswerten können Sie selbst, dazu brauchen Sie mich nicht. Das kann Ihnen der Nanotrader problemlos machen. Das ist machbar, das können Sie selber auch machen. Hier geht es darum, um Trading-Ideen den Leuten zu geben, die zu vermitteln. Denn wie gesagt, ein Backtest ist ein Backtest, das ist ein Blick in die Vergangenheit, der gibt keinerlei Garantie darüber, wie sich in Zukunft was darstellen wird. Ja, ansonsten hier noch die Frage, können die Signale automatisiert ausgeführt werden. Selbstverständlich können Sie das. Also hier oben, schauen Sie mal, ich gehe mal in die Plattform rein. Jetzt ordnen wir mal hier ein Depot zu. So. Und jetzt sehen Sie ja hier oben den Reiter deaktiviert, oben rechts. Da können Sie sich jetzt aussuchen, ob Sie Trade Guard und Auto Order handeln wollen oder nur Auto Order machen wollen. Auto Order heißt vollautomatisch. Da müssen Sie nichts weiter tun, nur die Plattform laufen lassen. Die macht dann einfach vollautomatisch den Rest. Oder aber Sie sagen Trade Guard plus Auto Order, dann müssen Sie die Position manuell eröffnen, wenn das Kriterium eintritt. Und schließen tut dann aber die Plattform automatisch. So, jetzt kommt hier noch die Frage, den Nanotrader Full, kann man den auch ohne Konto haben, ohne Kontoeröffnung? Ja, Sie können sich den als Demo mal herunterladen und das mal ausprobieren, was ich Ihnen gerade hier genannt habe. In der Demo ist er als CFD-Demo 14 Tage handelbar und als Futures-Demo eine Woche handelbar. Und das finden Sie hier auf unserer Homepage, auf der Startseite, haben direkt hier oben den Punkt Demo-Konto. In der Mitte oben dort einfach draufklicken und dann das Demokonto beantragen und auf der Startseite direkt nach unten scrollen können Sie auch. Dann steht hier auch kostenlose Realtime Trading Demo. Bei Plattform haben Sie die Wahl zwischen Nanotrader Free und Nanotrader Full. Einfach den Nanotrader Full aussuchen, den Rest ausfüllen, kostenlose Demo unten klicken, beantragen und dann können Sie das auch nutzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Mittwochnachmittag und hoffe, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu können. Schönen Tag noch. Tschüss.